zu Fake-Geschenken. Irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt übrigens neue Masken hier im shop.erso.de. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr eure Masken richtig trägt. Hä, wie funktioniert das denn? Ihr müsst übrigens auch aufpassen, die Masken selber sind noch recht klein. Falls ihr große Köpfe habt, wie zum Beispiel Lars ihn hat, könnt ihr ihn gerne als Bartstütze verwenden oder sonstigen Sachen. Und neben der Professor-Nase-Maske kann man sich noch eine Dr. Auge-Maske holen. Die sieht dann so aus. Nice. Yeah. Und nur unter shop.erso.de. Genau. Das war so gut. Kommen wir aber zu unserem neuen Ding, was wir heute machen. Alter, wenn du dich auf den Tisch drauf lehnst, bemerke ich richtig, wie der sich biegt. Stimmt gar nicht. Ja, nee, du hast recht. Du bist leicht wie eine Feder. Wir legen los. Wir haben jetzt hier etwas, was Fake-Essen darstellt. Und wir müssen schauen, wie fake ist dieses Essen, was da drin ist. Wir legen los. In 3, 2, 1. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es ist einfach Einhornpups und Schneemannpups. Einhorn- und Schneemannpups. Ah ja, Schaumzucker-Speckbälle. Also das soll sozusagen, Alter, auf 100 Gramm 400 Kilokalorien. Oh nein. Oh Leute, ihr müsst wissen, wir haben heute schon das Kuchenvideo gedreht. Huiuiui. Huh. Ich glaube, danach drehen wir aber erstmal kein Schneemann. Aber das ist ja gar kein echter Schneemannpups. Was für ein Fake. Ah. Oh ja, ich krieg's nicht auf jetzt. Der Einhornpups. Oh ja. Und du hast der Schneemannpups. Der Schneemannpups. Cheers. Oh nein. Boah. Boah. Oh, schmeckt echt nach Pups, Mann. Boah. Schmeckt echt nicht so nice, gell? Lass mal aufpucken, oder? Willst du? Ach nee, ich esse einfach. Ihr kennt mich, Leute. Auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr eure Eltern pranken wollt. Boah, ich muss so lange kauen. Oh Mann. Ist so nice. Ja, ich würde auch niemanden einen Pups zum Essen empfehlen. Egal, ob er von einem Einhorn oder egal, ob er von einem Schneemann kommt. Denn da... Ja. Wir kommen zur nächsten Runde! Kann ich meinen Chips wieder haben? Nein! 3, 2, und keine Schlägerei. Guck mal, wie lange ich auf einem Bein stehen kann. Das ist cool, oder? Kann ich auch, guck. Es oh, ich hab grad irgendwas zerdrückt, glaube ich. Oh nein. Was ist das? Was ist das? Stuhlgang Nuss-Nougat. Hä? Ein gehender Stuhl? Sowas gibt es doch gar nicht. Da steht drauf AA und KK. Wow. Mach mal auf. Also, einfach so dagegen schlagen, gell? Oha. Das ist schon richtig glatt, gell? Das ist so mit Vakuum verpackt. Ja. Hör auf! Mach! Okay, ich hab's. Hier, probier du. Du hast aufgemacht. Ist es normale Nutella? Oder haben sie da wirklich Kaka reingemacht? Warum verkauft man sowas? Das ist normale Nutella? Das ist sehr unsatisfying, was du da gerade machst. Oh nein. Da. Ein bisschen in der Kaka rumgespielt. Da. Und der kleine Lars, der spielt immer voll gern mit Kaka. Hm? Alter, das wäre so krass, wenn das jetzt wirklich einfach Kacke wäre. Schmeckt nicht lecker? Ist einfach ganz normale Schokocreme. Stell dir vor, du kommst in den Haushalt und du denkst, du kannst da erstmal richtig nice Nutella essen, aber alles, was dieser Haushalt hat und diese Familie hat, ist nur diese Kaka-Creme. Oh nein, meine Lippen sind dreckig. Nein, schmeckt ganz normal nach Schokolade. Ja, ich weiß nicht, was mein Fazit dazu ist. Irgendwie ist nice, aber irgendwie ist auch voll der Scheiß. Nice, aber auch Scheiß. Okay, kommen wir lieber zu dem interessanteren Part. Und zwar ist das hier eine Toolbox. Das heißt also, da sind Gegenstände drin. Das ist, so kannst du zur Arbeit gehen. Welche Arbeit? Ich bin arbeitslos. Und dann ziehen wir. Zieh mal fester. Zieh mal noch fester. Okay, verstehe. Mach immer alles kaputt. Oh, danke, Mann. Kein Ding. Oh, jetzt krieg ich's nicht mehr raus. Da ist kein Bändel mehr dran. Okay, das ist also einfach nur eine Pralinenschachtel mit einem Werkzeugkoffer-Style. Was? Oh mein Gott. Niemals! Schaut euch das an! Das sind einfach Werkzeuge aus Schokolade. Hey, das ist ja mega. Das ist ja der Hammer. Versteht ihr? Wie man da einen Hammer aus. Hammer! Dong. Was glaubst du, wie viel kann ich damit schlagen? Probier mal. Aha. Mhm. Aha, oha. Oha. Nein!
Oh, schon hart, aber lecker. Ich habe jetzt einfach so einen kleinen Bissen genommen und jetzt ist hier der halbe Hammer einfach weg. Stell dir vor, du schenkst es jemandem und dann sieht es so aus. Schmeckt aber geil. Schmeckt sehr lecker. Mhm. Okay, kommen wir zur nächsten Runde. Um ganz ehrlich zu sein, wir können keinen Zucker mehr essen, deswegen hoffen wir, dass da keine Schokolade drin ist. Kann echt nicht mehr, mir ist schon so warm. Was glaubst du, was wird da drunter stecken? Ein Wassereis, keine Ahnung. Okay, wir werden mal reinsehen. Bist du bereit? 3, 2, 1. Sehen Sie her! Es ist, was ist das? Hier ist irgendwas Nasses. Was ist das? Keine Ahnung, irgendwie ein Dosenkonservenfutter oder sowas. Gebratene Krötenbeine. Was? Feines Mäusegulasch. Alter, was ist das? Du hast Frosch? Warte, ja. Da ist einfach ein Frosch drin. Ja, aber warte kurz. Das essen wir jetzt aber nicht echt, oder? Aus artgerechter, kontrollierter Züchtung? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Okay. Ja, wir müssen das irgendwie aufmachen. Wollen wir mal reingucken? Lass ich glaube auch, aber wir haben gar keinen Dosenöffner, oder? Geht das so? Nee, es geht nicht auf. Oh nein. Lars, ich weiß ganz genau, wie du das machen willst. Nimm den Hammer von gerade vorhin. Den Schokohammer. Pass auf, ich zeig dir. Tut dir nicht weh wie beim letzten Mal. Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Meine werten Damen und Herren! Es ist laut. Das ist eine Durchsage. Du schaffst es! Du bist der Beste! Ich bin den Finger geschnitten. Hast du nicht? Zeig her. Nein, es war ein Spaß. Währenddessen Lars sich gerade die Hände wäscht, weil er sich glaube ich wehgetan hat, können wir reingucken. So wie es sich herausstellt und wir auch schon beim Aufmachen gemerkt haben, sind hier Gummibärchen drin. Ganz normale Frosch-Gummibärchen. Hier, Mann, das sind deine Was? Frosche. Du hast Frosch-Gummibärchen. Und ich habe... Was für ein Fake! Das ist echt ein Fake, Mann. Willst du einen essen? Nein, Mann. Reiß doch einfach da dran. Na toll. Also, genieß deine Mäuschen. Mann, oh Mann, sind die lecker. Nein, sind sie nicht. Voll die Veräpplung. Wir gehen in die nächste Runde. Das hat uns enttäuscht. Okay, wir machen auf. Was? Oh mein Gott. Moment mal, ist das etwa ein echter Tisch? Also hier haben wir ein... Bier. Ein Bier. Und hier haben wir ein Gehirn. Ein Gehirn und ein Bier. Was bedeutet das? Das Gehirn ist voll klein. Ich glaube, weil es deins ist. Warte mal. Das ist eine Bierflasche aus Schokolade. Ich will es aufmachen. Ah. Oh mein Gott. Denkst du, ich kann dir diese auf den Kopf so batz? Wollen wir? Aber ich glaube nur mit dem Vorderstück. Die ist ja voll leicht. Mega. Und das hier ist das Notfallgehirn. Cool, ne? Alter, wollen wir wirklich damit jemanden schlagen? Ja, traust du dich? Auf deinen Kopf oder auf meinen? Oh mein Gott, warte, ich hab dieses Gehirn aufgepackt. Guck mal. Was ist es? Das ist einfach ein Schokogehirn. Wow. Das ist einfach ein Gehirn aus Schokolade. Beiß mal rein, vielleicht ist das halt eine Cremefüllung. Ich will das nicht essen, ich mag kein Gehirn. Aber du bist doch eher so der Gehirnesser, hä? Also, soll ich mir das gegen den Kopf schlagen? Oder soll ich dir? Ich weiß nicht. Okay, Lars kommt jetzt gleich rein und wird mich ärgern. Ich werde ihn mit dieser Flasche schlagen. Ein Schaustück. Yo, wo ist mein Schraubenzieher? Ah! Oh mein Gott. Okay, ich weiß nicht, ob das einfach so eine gute Idee war. Wollen wir ein Stück probieren kurz? Ja. Oh mein Gott, du musst richtig aufpassen. Okay, pass auf. Wir dürfen jetzt nicht da drauf laufen. Oh mein Gott, hier ist alles voll. Nein! Aber das ist zart bitter Schokolade. Zart bitter, ja. Lecker. Für richtige Männer.
Mein Gott, guck mal, was hier für so ein Abdruck ist. Siehst du das? Von der Schokolade. Boah, ich glaube, das ist sogar verbeult ein bisschen, gell? Zum bisschen Glück, schon, ja. Digga, zum Glück haben wir diesen Helm angezogen. Sonst hätte ich dir das einfach so über den Kopf gehauen. Was machen wir als nächstes? Den Chef fragen. Nein, mache ich nicht. Pause machen. Oh nein, nach Hause gehen. Ja, nimm diesen Würfel langsam weg. Was sagt er jetzt? Pause machen. Wir gehen dann Pause machen. Ciao, Leute. Was sagt er jetzt? Nickerchen machen. Was ist das Fake-Essen? Ich weiß, was es ist. Es ist ein Deo. Das ist aber ein sehr seltsames Deo. Alter. Was ist das? Ist das eine Kabel? Das ist eine... Nein! Willst du aufmachen? Komm mal. Nein, nicht. Ey, und ganz ehrlich, hör zu. Hast du dir das schon lange gewünscht? Sei ganz ehrlich. Nein. Das ist nämlich eine Wurstkabeltrommel. Lars liebt Wurst. Und ich liebe Kabel. Mann, ich krieg's nicht auf. Nein, nicht aggressiv werden. Ich bin nicht aggressiv. So, ist deine Wurst. Ein kleines Stückchen Wurst. Ja, es kann doch nicht schaden. Boah. Die hat ja, glaube ich, schon ein bisschen länger drin gelegen. Wurst aus dem Internet. Das ist Krakauer Wurst. Bis wann ist die haltbar? Keine Ahnung. Sollte das nicht lieber da dran stehen? Guck mal, ob du es findest. Bis zum 10.02.2020. Egal. Das ist eine Mindesthaltbarkeit. Echt jetzt? 10.02.? Ja. 2021, du Lügner! Ich brauche ein bisschen mehr. So ein Schnürsenkel, gell? Könnte damit so einspringen, aber das machen wir nicht. So. Denkst du, das ist echte Wurst? Ich denke schon. Aber schmeckt lecker, gell? Matt? Nein. Matt Stoney? Yeah. You want to make a Wurststrangrennen? Matt Stoney? He's going away. Schmeckt dir die Krakauer Wurst nicht, oder was? Also. Mach hier nur sauber, Leute. Ohne alles. Das ist einfach nur ein Staubsauger-Ding. Okay, also jetzt sind wir hier gelandet. Mit Wurst und einem Staubsauger. Aber mir schmeckt die nicht. Ja, roll sie wieder ein. Okay. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aus die Maus, rein die Wurst. Ja, haut rein, Leute. Ciao.